Holztüren. Ein richtiger, normaler Philips-Radio. Leider ist da ein Lautstärkenregler kaputt. Ich weiß aber nicht warum. Er heißt ja Philips. Ein richtiges Philips-Gerät. Ich weiß aber nicht, warum der Regler einfach nicht will. Kopf durch die Gitterstäbe und will von hinten an Steffis Haaren schnuppern. Billy liebt frisch gewaschenes Haar. Vor Schreck fällt Steffi auf den Po. Jetzt wir, Billy. Wahrscheinlich lacht er mich aus, denkt Steffi. Die Reitlehrerin begrüßt Steffi und Julia. Weil sie sieht, dass Steffi sich ein bisschen fürchtet, ist sie besonders nett zu ihr. Sie schenkt ihr einen roten Lutscher zur Beruhigung. Vor lauter Aufregung leckt Steffi aber nicht daran. Sie kann die Augen nicht von Tinker lassen. Tinker ist schon gesattelt und die Reitlehrerin hilft Julia aufs Pferd. Steffi würde Tinker gerne streicheln, aber jetzt, als sie vor Tinker steht, findet sie Empfang auch nicht wirklich gut. Aber meistens ist der Empfang nicht gut im Keller. Früher hatten die Radios noch bessere Empfang wie heutzutage.